Und wo fahren wir jetzt hin? Keine Ahnung, Digga, aber Sven hat gefragt, ob wir was machen wollen. Können wir mal hinfahren. Sven. Ja, ein bisschen Unruhe stiften, dem mal ein bisschen auf den Sack gehen. Ne? So wie man das so macht, samstagabends bei Freunden. Och, weißt du, was wir machen können? Nee, was denn? Wir können ja, halt dich fest, wir machen, habe ich bestimmt seit meinem 7. Lebensjahr schon nicht mehr gemacht, Pyjama-Party. Pyjama-Party ist geil. Ich erinnere mich an früher, beim Alex haben wir auch immer Pyjama-Party gemacht und da sind wir immer an den Schrank von seinem Alten rangegangen, haben die Schmuddelmagazine rausgesucht und am Schnaps genibbelt. Und dann waren wir ein bisschen düselig und haben uns Möpse angeguckt. Und weil du die Pyjama schon anhast, kannst du auch direkt irgendwo umfallen und schlafen, wenn du zu hacken bist. Das ist wohl wahr. Jetzt können wir richtig den guten Schnaps trinken. Oh ja. Auf nach Sven. Auf zu Sven. Oh. Sag mal, was macht man denn eigentlich auf so einer Pyjama-Party? Die letzte ist schon so lange her, ich weiß das gar nicht mehr. Das ist echt eine gute Frage. Ich könnte Bongos spielen lernen. Ja? Oh, 75, mein Freund, jetzt bleib mal drunter. Wann gewinnt man eigentlich? Keine Ahnung, ich lege einfach nur Karten und versuche nicht über 77 zu kommen, wie es auf der Packung steht. Freunde! Und was macht die? Ich hab den Schnaps gefunden! Oh geil, pack die Kacke weg und gib mal den Schnaps. Ja, okay. Stößchen, du Schwanz! Stößchen! Was ist das denn? Wo hast du den denn gefunden? Weiß ich nicht, der stand bei deinem Alten im Schrank. Ja, der hat nur eklige Scheiße da stehen. Ich schwör's dir, Digga, das neue Update von GTA ist scheiße. Ja, die letzten Updates waren jetzt auch schon nicht der Kracher, muss man mal sagen. Ne? Und alles, die neuen Autos und so, das ist alles arschteuer. Wer soll denn das bezahlen? Ja, aber ich sag mal, die Scheiße ist ja auch schon seit Ewigkeiten arschteuer. Seit der Kack auf der PS4 ist es sowieso ja, alles Alter, nur Leute. Million teuer. Ich hab die Schmuddel von meinem Alten gefunden. Oh! Tittenheftchen. Oh. Schönes Auto. Schöner Anzug. Intimschmuck. Ja. Ja. Mensch. Schöne Melone, ne? Ne. Männer, nimm's mir nicht krumm, ne? Aber ich muss noch mal kurz auf Toilette, ne? Ich bin ja gleich wieder da. Oh, Mann. Gute Nacht, Marek. Gute Nacht, Sven. Gute Nacht, Devin. Gute Nacht, Sven. Sven! Was? Wir haben gute Nacht gesagt. Ja, gute Nacht. Sven? Ja? Schläfst du? Nein. Ich auch. Sven? Ja? Ich kann nicht schlafen, das ist erst 6:30. Wir müssen aber früh ins Bett, morgen ist Schule. Sven? Ja? Wir sind arbeitslos. Scheiße. Sven? Ja? Ich hab das Spiel immer noch nicht verstanden. Ich auch nicht.
Sven! Ja? Ich hab Durst. Ich will eine Milch. Warm. Aber nicht zu heiß. Mit Honig. Aber okay. Nur ein kleines Schuss. Danke. Devil! Willst du austrinken? Nee. Sven! Ja? Ich will doch eine Milch. Mit Kakaopulver. Warm. Sven? Ja? Die Party war kacke.